Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin wieder was gefragt worden und dementsprechend ist das jetzt wieder so ein kleines Waldfragestunden-Videochen. Und die Frage lautet, gibt es in Deutschland noch Urwälder? Das habe ich schon an anderer Stelle durchaus mal thematisiert, aber wir können das ja mal einfach mal auskoppeln und einmal so als Frage in den Raum schmeißen und dann mal ein bisschen rumphilosophieren. So, als erstes müssen wir dann mal definieren, was eigentlich ein Urwald ist. Da gibt es zweigängige Definitionen, die da ganz gerne angewendet werden, die ich zumindest häufiger mal gehört habe. Sicherlich die gängigste überhaupt ist die internationale nach FAO, Food and Agriculture Organization von der UNO oder UN, ne? Und die haben mal unterteilt die Wälder der Erde nach Natürlichkeitsgrad. Und das hört mit der Plantage auf und beginnt bei dem, was man deutsch als Urwald übersetzen könnte, wenn man das dann wollte, auch wenn er nicht Urforest heißt, oder wie auch immer das dann im Englischen zu übersetzen wäre, sondern halt Natural Forest. Und damit ist gemeint Waldgebiete, die nie vom Menschen abgeholzt wurden oder in denen er nie im größeren Umfang gesiedelt hat, die also in ihrer Grundstruktur nie vom Menschen beeinflusst wurden. Sowas gibt es weltweit sehr wohl. Zwei große Kerngebiete, wo man das finden kann. Ja, vier, wenn man so möchte. Nämlich einmal Nordasien, Taiga, dann Nordamerika, also Kanada, Alaska, kann man ja auch irgendwie als zusammenhängend wegen dieser Landbrücke, die es bis vor kurzem in Anführungszeichen noch gab, ja auch irgendwie als zusammenhängend ansehen. Dann auf jeden Fall den Gürtel des tropischen Regenwalds. Einmal Bereich in Afrika, einmal Bereich in Mittelamerika und dann natürlich noch Indonesien mit den ganzen inseltropischen Regenwäldern. Ne? Das sind so die wesentlichen Bereiche, wo man schon noch mit einzelnen, zum Teil auch sehr noch, immer noch vergleichsweise riesigen Gebieten von Urwald tatsächlich rechnen darf. Noch. Nicht mehr lange, wir geben uns große Mühe, dass das bald nicht mehr so ist, aber theoretisch gibt es da noch die eine oder andere Ecke, die man als Urwald bezeichnen könnte. Und ob da jetzt ein paar Touristen durchhuschen oder sie im Laufe der letzten 10, 20, 30, 40, 50.000 Jahre, was auch immer, von Ureinwohnern wie Aborigines, also Australien zählt da natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen dazu, die haben auch Urwaldgebiete, selbstverständlich. Ob da nur solche durchgelatscht sind oder jetzt inzwischen ein paar Touristen gekommen sind und brav gewesen sind und so weiter und so fort, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Wälder nie abgeholzt wurden und wieder aufgeforstet. Weil wenn sie abgeholzt wurden und wieder aufgeforstet, und sich dann wieder sehr, sehr, sehr stark natürlich entwickeln konnten oder auch vielleicht schon sehr, sehr, sehr alt sind, dann gehen wir von dieser internationalen Klassifikation trotzdem davon aus, dass es sich um Semi-Natural Forest handelt, also Semi-Urwald sozusagen. Ne? Heißt, der war mal weg durch uns, der wurde allerdings wieder hergestellt. Man kann sich streiten, ob es ökologisch vom Ökosystem her, also aus Sicht auf das Ökosystem, genau die gleichen Abläufe in einem Wald gibt, der mal Urwald war und dann wieder abgeholzt und wieder hergestellt wurde, oder ob es tatsächlich genau dasselbe ist, ein wiederhergestellter Urwald. Man darf sich streiten. Der Begriff Urwald, beziehungsweise den so zu definieren, dass er nie von uns beeinflusst wurde, ist ein bisschen schwierig auch zu fassen. Allein dadurch, dass das so ein bisschen ein statisches Bild der Natur gibt. Ne? Also sprich, ein Wald, in dem wir nie etwas abgeholzt haben, ist ein Urwald. Haben wir da jemals irgendwann im Laufe der letzten 50.000 Jahre mal was abgeholzt, dann ist es kein Urwald mehr. Das ist ein bisschen anthropozentrisch, diese Sichtweise. Da traut man, ist vielleicht unser Einfluss eventuell als etwas zu wichtig angesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen einem Wald gibt, den wir vor 1000 Jahren mal umgesägt haben oder der irgendwann in den letzten 1000 Jahren fünfmal vom Sturm umgeworfen wurde, aus natürlichen Gründen. Oder 16 Mal vom Borkenkäfer kahl gefressen und so weiter und so fort.
Die Frage ist jetzt allerdings, womit wir die Brücke schlagen zur anderen Urwalddefinition, was ist, wenn die natürlichen Ursachen, die natürlichen Prozesse, die im Wald ablaufen, nicht mal mehr natürliche Prozesse sind, weil wir nämlich den kompletten Planeten und damit das komplette Ökosystem weltweit schon ein wenig anthropogen beeinflusst haben. Ne? Das haben wir. Da müssen wir noch nicht mal den Klimawandel als Beispiel heranholen, auch wenn das natürlich komfortabel und einfach und beeindruckend wäre, sondern es reicht schon, wenn wir hingehen und sagen, seit wir die Landwirtschaft erfunden haben, sind wir gerade fleißig dabei, eben entsprechend den globalen Nährstoffkreislauf, insbesondere den Stickstoffkreislauf als Basis des Nährstoffkreislaufs, wenn man so möchte, eben entsprechend zu beeinflussen, weil wir nämlich zusätzlichen Stickstoff aus der Luft rausholen, fixieren und ins Ökosystem bringen, in den Umlauf sozusagen. Weil ja, wenn man mal davon ausgehen möchte, sämtliche Ökosysteme des Planeten in irgendeiner Form miteinander doch ein wenig verbunden sind. So, wenn wir jetzt anfangen, die Teile des Ökosystems, die wir brauchen, um darauf irgendwelche essbaren Sachen anzupflanzen, total zu überdüngen, mit Dünger, den wir quasi aus dem Nichts erschaffen haben, Haber-Bosch-Verfahren, ne? Kunstdünger aus der Luft sozusagen, puff, herstellen, dann hat das tatsächlich weltweite Auswirkungen. Man findet aktuell kein Stückchen Planet mehr, das nicht in irgendeiner Form von uns zusätzlich gedüngt wurde. Wir düngen alles. Wir düngen den kompletten Planeten ausnahmslos, jede einzelne Ecke mit einem inzwischen messbaren erhöhten Stickstoffeintrag. So. Teilweise sehr gering, aber messbar, teilweise super hoch und erst recht messbar natürlich. Jetzt kommt der Flieger, ich mache einen kleinen Schnitt. So, wollen wir jetzt also für unsere Frage nach dem Urwald tatsächlich die Definition völlig vom Mensch unbeeinflusster Wald nehmen, dann werden wir keinen einzigen auf dem ganzen Planeten finden. Ne? Nehmen wir die FAO-Klassifikation, dann können wir mal schauen, was wir in Deutschland noch so finden. Und das würde ich nämlich jetzt mal vorschlagen, dass wir das einfach mal tun und dann mal uns ein bisschen umgucken, in welchen Gebieten denn noch mit Urwald zu rechnen wäre. Gehen wir zum Beispiel mal ins norddeutsche Flachland. Ne? Also sprich so Bereich so um Berlin, vergleichsweise flach Niedersachsen, fast sämtliche Bereiche von Niedersachsen, so die Ecken, ne? So ein bisschen da so irgendwie an der Küste und so weiter und so fort. Was für Großräume naturtechnischer Art gäbe es denn da, wo man vermuten könnte, dass da aus irgendwelchen Gründen noch ein kleiner Rest Wald übrig geblieben ist, den nie jemand abschlagen wollte? Ne? Moor wäre eine Möglichkeit. Und tatsächlich gibt es da wohl noch so einzelne Randbereiche der letzten Moore, die da oben noch übrig sind, die man noch nicht trockengelegt hat und so weiter und so fort, in denen man wirklich noch so erwarten kann, dass es da vielleicht noch so kleinste Ecken von ein paar A hier, ein paar A dort mit Bereichen geben könnte, in denen nie ein Baum gefällt wurde. Bei den letzten noch intakten Moorbereichen. Allerdings muss man sagen, dass gerade solche Moorwälder bzw. Moore und die dazugehörigen Moorwälder inzwischen sehr stark durch die globale Düngung entsprechend beeinflusst sind, weil es ja sehr nährstoffarme Lebensräume sind, die umso mehr darunter, ja, ob das Leiden ist oder nicht, kann man sich eben entsprechend streiten, die jetzt erheblich mehr wachsen, weil erheblich mehr Nährstoffe vorhanden sind. Allerdings, was da wächst, ist halt Biomasse. Es ist nicht unbedingt das Zeug, was da eigentlich natürlicherweise wachsen sollte, in Anführungszeichen, wenn man der Natur als solchen einen Willen unterstellen möchte. Aber eigentlich gehören auf solche Moorstandorte tatsächlich Torfmoose. Was da jetzt wächst, beziehungsweise zunehmend wächst, sind eher andere Pflanzen, weil wir das Moor düngen und deshalb die ganzen Nicht-Spezialisten, die nahezu ohne Nährstoffe zurechtkommen, ins Moor Einzug halten, die da früher deswegen nicht leben konnten, weil es da halt so gut wie keine Nährstoffe gibt. Das heißt, Moorwälder zusammen mit dem Rest vom Moor sind inzwischen sehr stark beeinflusst durch die anthropogene Düngung. Aber nach FAO-Klassifikation wurde nie gerodet, ist also noch ein Urwald.
Aber ich tue mich schwer, sowas jetzt wirklich noch als Urwald bezeichnen zu wollen, weil da der Einfluss halt so wahnsinnig schwer hoch ist. Aber das ist eine reine Definitionsfrage, ob man sagt, es sind Urwälder oder es sind keine. So, dann schauen wir uns doch mal die Mittelgebirge an. Wäre in den Mittelgebirgen noch irgendwelche Urwaldbereiche vorstellbar? Naja, theoretisch könnte man sich ja vielleicht denken, dass an irgendeinem Hang irgendeines abgelegenen Berges noch ein bisschen Wald stehen geblieben ist, den nie jemand gerodet hat. Das ist aber hoch unwahrscheinlich. Hoch, hoch, hoch unwahrscheinlich. Wir wissen aus entsprechenden Berichten, dass dann im Hochmittelalter bzw. bei der beginnenden Industrialisierung eine derartige Holzknappheit geherrscht hat, dass man schon schwer davon ausgehen kann, dass jeder Wald irgendwann mal, gerade insbesondere in den Mittelgebirgen, wo der ganze Bergbau stattgefunden hat, dass da mal wirklich früher oder später alles weg gewesen ist. Nicht simultan. Wirklich mal komplett das ganze Gebirge kahl, das hat es wohl in dieser Form jetzt so nicht gegeben, aber früher oder später könnte ich mir wirklich vorstellen, dass in den allermeisten Bereichen dann irgendwann mal alles weg war. Und nochmal zur Erinnerung, Wälder, die sehr urwaldartig aussehen, die zählen ja nicht. Ein Beispiel hierfür wären zum Beispiel die Wälder um den Brocken im Harz. Ne? Die sehen sehr urwaldartig aus, war gerade da, hat es mir gerade angeguckt, sind aber im Wesentlichen auch so nur so um die nur in Anführungszeichen 120 oder was die alt sind. Ne? Sprich, für einen Urwald im klassischen Sinn viel zu jung. Die wurden auch alle irgendwann mal abgeholzt und halt wieder aufgepflanzt. Seitdem hat man nicht viel gemacht. Deswegen sehen sie wieder sehr urig aus. Natürlich hat die Begründung des entsprechenden Nationalparks noch sehr dazu beigetragen, dass es da sehr urig aussieht. Und das sieht ja auch toll aus. Und das ist alles wunderbar. Aber Urwald ist das nicht. Da wird es wahrscheinlich kein einziges Stückchen Urwald geben. Gerade da im Hochharzgebiet, weil man da halt eben auch wieder Bergbau ohne Ende betrieben hat. Und das Gleiche kann man mit so ziemlich jedem anderen Mittelgebirge auch machen. Vielleicht gibt es wirklich so in ganz abgelegenen Bereichen, in irgendwelchen Felslandschaften zum Beispiel, also zum exemplarisch die Sächsische Schweiz, auf irgendwelchen Felsklippen, noch winzig kleine Bereiche, wo tatsächlich nie jemand auf die Idee gekommen ist, Holz zu machen, weil man es nie hätte in irgendeiner Form abtransportieren können. Also wirklich die unzugänglichsten Felsklippen, die man da irgendwo finden kann. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass man da wahrscheinlich noch einzelne winzige Reste von Urwald finden könnte. Sehen die dann besonders urwaldmäßig aus? Nee, weil das sind so kleine Stückchen von Resturwald in Anführungszeichen, dass da ohnehin nur so ein paar Bäumchen rumstehen. Die Flächen sind also viel zu klein, um so eine richtige Urwalddynamik zu entwickeln, wie man sie sich vorstellt. Das ist es nämlich. Wir stellen uns eine Urwalddynamik in Deutschland nur vor. Wir kennen sie nicht. Wir wissen nicht, wie die genau ablaufen soll, würde. Urwaldforschung für Urwälder Mitteleuropas kann man zumindest in Deutschland so gut wie nicht betreiben, weil es keinen einzigen und damit, wenn man jetzt beim springenden Punkt großen zusammenhängenden Urwald gibt und eine gewisse Mindestgröße muss da sein, damit dann auch wirklich alle Arten, die man in so einem Urwald erwarten dürfte, da dann genug Platz und genug zu fressen eben entsprechend auch finden. Deswegen, diese Mini-Flächen, die sind im Grunde zu vernachlässigen, weil sie keine entsprechende ökosystemare Größe erreichen, um ein eigenes Ökosystem auszubilden. Ja, also ein bisschen blöd formuliert, aber ungefähr darauf läuft es hinaus. Aber wo findet man sowas noch? Natürlich in den Alpen, also dem kleinen Fetzen von Alpen, den wir in Deutschland haben. Man würde natürlich noch mehr dieser Flächen finden, wenn man etwas weiter in die Alpen reingeht, also sprich Österreich, Schweiz, Frankreich oder auch Richtung Osten. Da würde es immer wieder so kleinere Waldgebiete geben, die inzwischen auch fast alle unter Naturschutz stehen, wo man halt nie auf die Idee gekommen ist, dass es sich lohnen würde, da die Bäume umzuhauen. Gerade in der Schweiz haben sie so ein paar solche richtigen Wälder, die man halt ganz vorsichtig noch vielleicht als Urwald bezeichnen könnte. Oft sind es auch einfach die letzten Reste, die noch stehen geblieben sind und den Rest hat man abgerodet bzw. abgeholzt. In Österreich gleiches Beispiel, auch da gibt es noch so einzelne Wälderchen, wo man sehr nah dran ist am Urwald, aber man ist sich auch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht doch auch mal abgeholzt wurde. Schwer zu sagen, ganz schwer zu sagen.
Aber einzelne Flecken wird es wahrscheinlich noch geben. Ich selber habe in den Bayerischen Alpen mal auch so einen Kammwald entdeckt, der gefühlte 6-7 Meter breit ist und entlang von einem Bergkamm eben verläuft. Und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass mal jemand auf die Idee gekommen ist, da oben die Bäume abzuhacken. Warum? Wozu? Also da hat man wirklich damals andere Hobbys gehabt, als so einen Blödsinn zu machen, weil man hätte sie wirklich in keinster Weise runter ins Tal kriegen können. Außer man schmeißt sie den kompletten Hang runter, dann wären sie auch irgendwo mitten im Nirgendwo liegen geblieben, wo man sie nicht hätte abtransportieren können. Also so schlau werden die Leute damals auch gewesen sein. Aber auch hier wieder winzig kleine Fläche, keine nennenswerten Eigenschaften eines Urwalds vorhanden, auch wenn da die Bäume vielleicht eben nie von Menschenhand gefällt worden sind. Es ist ja nicht so, dass sie deswegen 10.000 Jahre alt sind, sondern sie sind auf natürliche Art und Weise immer mal wieder umgefallen. Meistens handelt es sich ja auch um Extremstandorte bei diesen Urwaldstandorten, wo die Bäume sowieso entweder super alt werden, aber nie groß und damit nie einen großen Einfluss auf ihre Umgebung ausüben. Oder wo sie halt überhaupt nicht nennenswert alt werden und ständig tot umfliegen. In jedem Fall richtigen Urwald mit allen dazugehörigen Stoffflüssen, nee. Aber inzwischen, muss man sagen, haben wir streng genommen nach Definition tatsächlich neue Urwälder bekommen. Die sind zwar super jung und unter Umständen sind sie auch super niedrig, aber theoretisch gibt es inzwischen wieder Wälder, die nie vom Menschen gefällt worden sind, weil sie tatsächlich irgendwo auf neu unter Naturschutz gestellten Flächen entsprechend so gewachsen sind, dass sie ganz frisch sind. Ne? Der alte damalige Forst, der ein Semi-Natural Forest gewesen ist, ist umgefallen und was da jetzt hochwächst, wurde nie von uns beeinflusst, abgesehen von der globalen generellen Beeinflussung. Aber solche Flächen sind auch noch selten. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, das trifft ja auf jeden Wald, den man einfach umsägt und dann sagt ab sofort ist das Naturschutzgebiet zu. Das ist ja dann zu einfach, ne? Also das müsste schon ein Wald sein, der, bevor er umgefallen ist, am besten umgefallen ist und nicht umgefallen wurde, müsste der schon sehr, 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 sehr nah am Urwaldcharakter dran gewesen sein, dass zum Beispiel die zu erwartende Baumartenzusammensetzung einigermaßen passt. Soll heißen, in Deutschland müsste das im Regelfall in den meisten Gebieten ein Buchenwald gewesen sein, der dann zusammengebrochen ist und nun wächst ein neuer, vom Menschen unbeeinflusster Buchenwald hoch. Und vorher war der Buchenwald auch schon nah dran. Weil sonst, wenn es vorher eine Buchenplantage gewesen ist, auch wenn eine Buchenplantage nicht so schlimm aussieht wie eine Fichtenplantage und kaum als Plantage wahrgenommen wird, kann es im Grunde trotzdem mehr oder weniger eine Plantage mit der standortheimigen Baumart sein, nach internationalen Gesichtspunkten. Ja, aber wenn jetzt dann da halt eben dann die nächste Generation hochwächst, das dann direkt als Urwald zu bezeichnen, Außerdem, und das ist auch nicht unbedingt vorgesehen in dieser internationalen Klassifikation, was zum Geier ist denn mit dem Boden? Der Boden ist ja unglaublich wichtig für sämtliches Pflanzenwachstum. Wir haben ja auch gerade in Deutschland überwiegend all unsere Böden auch in irgendeiner Form verändert. Fast alle. Da gibt es schon noch Urböden. Da gibt es schon noch so ein paar Flecken, wo man nie auf die Idee gekommen ist, Landwirtschaft zu machen oder irgendwelche anderen Mist auf den Boden zu kippen oder den sonst irgendwie umzubuddeln. Da gibt es schon noch so Flecken. Aber kann sich überhaupt jemals ein Urwald auf einem Boden, der irgendwann mal gepflügt wurde, entwickeln? Streng genommen eigentlich nicht. Weil jeder Wald, der darauf wächst, von seinem Boden maßgeblich beeinflusst wird. Und den Boden haben wir ja maßgeblich beeinflusst. Also sauschwierig. Eine Ausnahme gibt es trotzdem noch, beziehungsweise ein mögliches Szenario, wo ich sagen würde, da entsteht jetzt irgendwie auf eine seltsame Art und Weise sowas wie Urwald. Neues Land, neuer Boden. Boden, der sich erst bildet, auf dem nie ein Wald stand und jetzt zum ersten Mal einer wächst. Streng genommen ist das nach allen gängigen Klassifikationen ein Urwald. Weil außerdem wächst der ja in die aktuell vorherrschenden Umweltbedingungen rein. Die sind jetzt aus aktueller Sicht, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt die Umweltbedingungen, puff, und machen hier quasi einen Cut. Und hier wächst jetzt ein neuer Wald auf. Dann ist das für den, der da jetzt kommt, ja quasi die Urbedingung. Ne?
weil eine andere geht nicht, eine andere kennt der gar nicht. Klar kann man jetzt sagen, aber die ist vom Menschen beeinflusst. So gesehen ist kein Urwald jemals mehr irgendwie möglich, dass einer entstehen kann. Aber wenn wir jetzt doch sagen, okay, wir machen hier jetzt einen Cut und die Bedingung, die jetzt da ist, ist die natürliche und jetzt lassen wir einen Wald aus einem von uns unbeeinflussten, neu gebildeten Boden völlig neu hochwachsen, dann wäre das ja eigentlich streng genommen ein Urwald. Und ich persönlich vertrete die Ansicht, aber das ist nur allein meine Ansicht, ich habe keine Ahnung, ob es da irgendjemand gibt, der das noch so sieht, dass man sowas dann vielleicht sogar als Urwald bezeichnen könnte. Ein Beispiel dafür wäre tatsächlich eine neu entstandene Insel an irgendeinem Fluss. Und wenn sie noch so klein ist, die irgendwie angeschwemmt wurde, wo sie quasi eine Sandbank gebildet hat und diese Sandbank bewaldet sich jetzt langsam. Nehmen wir mal an, diese Sandbank wird irgendwann sehr groß, sodass da wirklich ein so großer Wald drauf entsteht. Erstmal ein Pionierwald, nichts besonders Spektakuläres und so weiter und so fort. Aber trotzdem ein völlig rein aus natürlichen Prozessen aufwachsender Wald. Warum könnte man nicht hingehen und sagen, das ist jetzt eine Form von Urwald? Ich persönlich sehe das jetzt mal so. Nach FAO-Kriterien wäre das auch so, weil der wurde nie von uns abgeholzt. So gesehen, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht damit man nicht verzweifelt, wenn man sich viel mit der Natur beschäftigt, dass man die neu entstehenden Ökosysteme irgendwie als was Positives zur Kenntnis nimmt. Das heißt Lebensraum Stadt, die Stadtfüchse beispielsweise, die anderen stadtbewohnenden Tiere, die Stadtenten und alle anderen, die halt eben inzwischen in die Stadt gezogen sind, die ganzen Tiere, die ganzen Pflanzen, die auf zum Beispiel verfallenen Gebäuden super gerne wachsen, die in irgendwelchen Urban Exploring Locations gerne zu finden sind und all solche Sachen. Langsam, finde ich, muss man einfach, um nicht zu verzweifeln, langsam anerkennen, dass es Ökosysteme auch in unseren, naturfernen, selbstgeschaffenen Lebensräumen trotzdem Ökosysteme gibt. Auch da gibt es ein gewisses Maß an Natur und streng genommen ist es sogar Urnatur, weil wir nie vorgesehen hatten, dass das da jemals wächst. So gesehen könnte man einen Wald, der langsam ein verfallenes Gebäude zurückerobert, auch irgendwie als Urwald bezeichnen. Da war ja nie welcher, beziehungsweise ewig lange keiner und noch nie welcher unter diesen Bedingungen, dass der jetzt ein zerfallenes Gebäude immer mehr zerbröselt mit seinen Wurzeln und auf den Mauerresten wächst und so weiter und so fort. Also Urwald ist letztendlich wirklich eins, eine Definitionsfrage. Wir müssen halt sagen, was ist Urwald und dann können wir uns darüber Gedanken machen, ob es davon noch welchen gibt. Aber da die Initialfrage wahrscheinlich durchaus so gemeint war, ob wir noch Reste von Menschen unbeeinflusste Wälder in Deutschland haben, nein, mit Sicherheit nicht. In keinster Weise. Und wenn doch, dann sind sie winzig klein und damit so klein, dass die Randeffekte von den nebendran sehr wohl beeinflussten Wäldern sie mit beeinflusst haben und dann können wir es ignorieren. Also nein. Die Flächen, die es in Deutschland gibt, die mit Urwald marketingtechnisch beworben werden, sind sehr nah dran. Da gibt es einige, die sehr nah dran sind, in denen Prozesse ablaufen, wie man sie auch in Urwäldern vermutet. Mehr, aber auch nicht. So, und in diesem Sinne soll es das auch schon gewesen sein. Dann gehe ich jetzt essen. Ich habe nämlich Hunger. Tschüss.